Die Lebewesen der Erde wurden von Wissenschaftlern in ein System eingeteilt. Alle Insekten gehören zu einer Klasse. Sie teilt sich in verschiedene Ordnungen auf. Zum Beispiel in die Ordnung der Ohrwürmer, die der Schnabelkerfe, zu denen die Wanzen gehören, oder die Ordnung der Hautflügler. Die Hautflügler sind die häufigsten und für den Menschen wahrscheinlich wichtigsten Insekten. In Mitteleuropa sind es über 10.000 verschiedene Arten und jeder kennt mindestens eine, die Honigbiene. Sie liefert nicht nur Honig und Bienenwachs, sondern bestäubt viele unserer Nutzpflanzen. Daher ist sie eines unserer wichtigsten Nutztiere. Aber auch andere Hautflügler erfüllen wichtige Aufgaben im Naturhaushalt. Viele staatenbildende Insekten wie Hornissen und Waldameisen sind Hautflügler. Sie vertilgen große Mengen an Schädlingen und gehören daher zu den besonders schützenswerten Arten. Aus der Ordnung der Zweiflügler kommen besonders viele Plagegeister und Krankheitsüberträger. Fliegen, Schnaken und Mücken. Über 9000 verschiedene Arten leben in Mitteleuropa.